Am 1. Juli wurde sie eröffnet, die längste freischwingende Hängebrücke der Welt in Willing. Nach jahrelanger Planung und einigen witterungsbedingten Ausfällen während der Bauzeit lief der Endspurt wesentlich besser als gedacht. Sie schwebt über dem Tal auf 665 Meter Länge, die tibetische Brücke, von Berg zu Berg und gibt imposante Ausblicke auf die wunderbare Natur von Willingen preis. Ja, Andrüne, großer Tag heute. Ne? Der letzte inoffizielle Begang, bevor dann morgen die Brücke eröffnet wird. Stolz. Sehr stolz, erleichtert, aufgeregt, interessiert, dankbar. Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Und ich freue mich in der Tat, jetzt hier drauf zu stehen und dass wir morgen die Brücke der Öffentlichkeit präsentieren können. Das ist schon was ganz Besonderes. Ich komme ja ein bisschen außer Atem von der anderen Seite, einmal hin und zurück. Es ist schon sehr steil, wenn es in der Mitte hoch geht. Ne? Ja, wir sind hier in Bergen und eine gewisse Aufgabe muss dabei sein. Aber der Blick entlohnt ja. Und wenn man sich genug aufs Drumherum konzentriert, dann merkt man diese Steigung gar nicht so. Es ist einfach ein tolles Erlebnis. Erstaunlicherweise, die Brücke schwingt ein bisschen. Das ist normal bei so einer Brücke. Aber man kann kaum durchgucken, was ja viele davon abhält, wenn sie durchgucken können, Höhenangst haben. Also es ist einfach ein ruhiger, entspannter Gang über die längste freischwingende Hängebrücke Europas, der Welt. Ganz genau. Und jeder erlebt die Brücke ja anders. Jeder nutzt diese Brücke für sich. Das ist ein Bauwerk. Man ist so fasziniert von der Umwelt. Man hat wunderschöne Ausblicke. Jeder spürt was anderes. Jeder empfindet was anderes. Und das macht es zu einem ganz, ganz tollen Bauwerk. Was besonders auffällig ist, es ist nicht ein Bauwerk für sich allein. Ihr seid im Verbund mit den Kabinenbahnen und dem K1-Lift. Man kann letztendlich einmal eine Rundtour machen über die Brücke, wieder hier zu den Kabinenbahnen oder auch über die Brücke wieder zurück. Ganz genau, wir haben uns relativ frühzeitig in dieser Planungsphase mit allen Partnern an den Tisch gesetzt, weil wir immer das größte Erlebnis für den Gast haben wollten. Und das größte Erlebnis ist, er holt ein Ticket und benutzt zwei, drei Bahnen, je nachdem, welche er möchte. Soll es offen sein, soll es geschlossen sein, soll es gewärmt sein, auch das kann der K1. Und dann hat jeder sein eigenes Erlebnis, kann sich seinen eigenen Weg zur Brücke suchen und auch darüber hinweg. Das war eine ganz schöne Aufgabe, da waren wir auch eine Weile am Rotieren, da mussten sehr viele Fragen beantwortet werden, das mussten wir ganz genau aufklamüsern und sind stolz, heute dieses Ergebnis präsentieren zu dürfen. Nun kenne ich dich ja einige Jahre, mein lieber Arndt. Das heißt, du wirst zum dritten Mal Vater, hast in der Pressekonferenz gesagt, da bist du auch ein bisschen aufgeregt, wie es morgen läuft hier mit der Öffnung. Aber wie ich dich kenne, ist noch lange nicht Schluss mit dem Skywalk. Ne? Irgendwo im Hinterkopf schmoren doch wieder ein, zwei Ideen. Das ist richtig. Ideen haben wir für zwei Leben und dann gucken wir, welche wir in diesem abarbeiten und für die anderen kommen wir dann nochmal irgendwann zurück. Ich hätte ja hier eine Weiche hier zur Stolberghütte eingebaut. Hast du vergessen, ne? Nee, der Weg zur Stolberghütte ist sehr schön, der ist sehr natürlich. Man geht durch ein Naturschutzgebiet und das soll auch erstmal so bleiben. Wir wollen die Natur auch ihre Ruhepunkte geben. Da sind verschiedene Wildgebiete und da wollen wir nur, dass der Gast daran lernt, dass er dieses Erlebnis mitnimmt und auch gleichzeitig erlebnispädagogisch etwas mitkriegt. Dass es nicht nur um die Person an sich geht, sondern da auch ein Umfeld ist, was beachtet werden muss. Und wenn beides im Einklang ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.